wäre es eine deutsche Stadt, sie würde Wässrig heißen. Und damit willkommen zurück zu Alan Wake 2 aus dem Hause Dave Dern TV. Wir befinden uns jetzt endlich in Watery, einer neuen Stadt, einem neuen Gebiet. Watery ist definitiv idyllisch. Ja, und wir sind auch ganz neu hier. Wir haben uns nur da hinten einmal eben an den Docks umgeschaut in der letzten Folge, haben aber noch nichts gefunden. Ihr habt also noch nichts verpasst. Und ja, schauen uns jetzt mal ein bisschen weiter um, ob wir irgendwas finden. Stapelgabler? Okay. Wie geht's? Gut, und dir? Er macht Pause. Oder so. Hier gibt es bestimmt guten Fisch. Saimis Catch of the Day. Fresh out of Cauldron Lake. Oh. Ja gut, das wird nicht funktionieren. Ach ja, ich kann mich ja bei Kämpfen auch so zurück, also wegducken. Da muss ich auch wieder mehr dran denken. Ah. Ja, der Plan ist jetzt erstmal, dass wir uns hier allgemein erstmal in der Stadt umgucken, bevor wir zu einem ominösen Wohnwagen gehen, wo auch immer der sein soll. Echt ein bisschen sehr trist hier, ne? Also das blühende Leben ist es jetzt nicht unbedingt. Oh. Eine Quietscheente. Habe ich übrigens auch, mehrere davon tatsächlich. Er fischt in diesem Vers aus seinen Fieberträumen nach dir. Er starrt dich im Spiegel an. Wahrscheinlich die Untertitel für das Lied gerade. Today's Specials. Eine Karte haben wir leider noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir die hier hinten finden werden, aber wer weiß das schon? So, du alter Knacker, was hast du denn diesmal wieder angestellt? Unendlich oft kann ich dieselben Löcher auch nicht flicken. Wie heißt es? Ritva. Wie konnte es sich bloß von der Anlegestelle lösen? Ich habe es doch so gut festgebunden. Ich schwöre, dieses Boot führt ein Eigenleben. Theoretisch denkbar. Das ist schon so ein Rätsel für sich irgendwie. Auf jeden Fall. Knackig. Knackig. Ja, war hier noch irgendwas Spannendes? Ne. Also die Leute sind bis jetzt doch recht gesprächig. Aber nicht mit uns direkt. Ja. Prickelnd. Läuft. Läuft. Ach ja. Was? This area is under video surveillance. Ja, ja, es wird Video überwacht. Wobei hier, glaube ich, auch keiner irgendwas groß klauen möchte. Sagte Saga Anderson, die gerade hier alles Mögliche klaut. Egal. Wir sind vom FBI, wir dürfen das. Brauchen Sie nicht einen Durchsuchungsbefehl? Nein, ich bin vom FBI, ich darf das. Mhm. Ganz bestimmt. Für mich gelten andere Regeln. Ja, ne?
Ich meine, cool, dass wir hier Sachen finden, aber... Würde mich jetzt fast schon so ein bisschen wundern vom ersten Eindruck, wenn es jetzt hier auch solche Lunchboxen gäbe. Und wenn, dann wahrscheinlich nicht so viele. Aber, keine Ahnung. Ist ja nicht, wie groß die Stadt hier ist. Hi. Ich meine, die Finnen sind ja, so sagt man, ja ohnehin nicht so redselig. Aber die haben sehr, sehr viele coole Bands. Nightwish unter anderem. Children of Bodom. Wo ist dieses Radio? Ach, das ist hier drin wahrscheinlich. Hallo. Haben Sie einen Moment? Ah, lange nicht gesehen, Miss Anderson. Thor und Odin sind nicht hier. Die alten Gauner schleichen sich immer davon. Nein, ich wollte Sie eigentlich etwas anderes fragen. Das sind die beiden älteren Herren aus Alan Wake 1, Thor und Odin. Und ich meine, die wären doch Bandmitglieder von den Old Gods of Asgard gewesen, oder nicht? Ah. Wohnen Sie in der Gegend? Ich wohne in Bright Falls. Sie haben mich schon gesehen. Ich bin Mr. Blum. Sie haben mich Wladimir genannt. Ich arbeite im Pflegeheim. Ich kümmere mich um alte Menschen. Wir machen einen Tagesausflug. Musik, Sauna, eine schöne Zeit. Ich bringe Sie mit dem Bus hierher. Die Senioren sind sehr wichtig. Und der Bus ist sehr schön. Danke. Valhalla. Also Kaffeefahrtenveranstalter. Finde ich aber cool, dass er sowas macht. Ich finde sowas immer schön, wenn man das Leuten auch noch anbieten kann. Jetzt zum Beispiel Altersheim oder so. Solche Sachen. Und ich mag den irgendwie. Aber das Ganze hier spielt jetzt wieder in diese Situation hinein, die wir auch schon mal mit Rose im Diner hatten. Dass sie sagte, ach hier Rose, wir kennen dich doch und deiner Tochter hier, das tut mir leid, was da passiert ist und so, ne? Die ist ja ertrunken und so. Und wir so, hä, weiß ich nichts von. Ja. Ich glaube, da steckt tatsächlich noch mehr dahinter. Ich hoffe, dass wir das auch herausfinden, dass das nicht so eine offene Frage bleiben wird. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Dafür ist das Spiel, glaube ich, nicht so... Ich glaube, das Spiel ist schon eher von der Art, dass es viele Sachen, vielleicht nicht alle, aber die meisten Sachen, solche Sachen, solche wichtigen Sachen dann tatsächlich auch aufklärt. Wissen Sie, ob es hier in der Nähe Wohnwagen gibt? Klar, die Watery Lighthouse Wohnwagensiedlung. Emo Koskela ist der Besitzer. Mhm. Er besitzt einiges in der Stadt. Und wo ist Ilmo? Ich habe Ilmo und seinen Bruder bei der Brücke gesehen. Naja, wo früher mal eine Brücke war. Okay. Hey, wie läuft's? Rede mit Ilmo. Elmo. Saint Elmo's Fire. Ach ja, schönes Lied. Jervisen Vene. Boat Storage and Repair. Alrighta. Was stehst du denn hier so? Hallo! Die Überflutung ist hier sogar noch schlimmer. Hier steht alles unter Wasser. Tja. Ich muss Casey später davon erzählen. Die ist doch eine Geheimagentin. Sonnenbrille. Oh ja. Pennt da einer im Dixi-Klo? Hier schnarcht die... Und gütiger, was ist das? Ich weiß, dass wir da vorne rein können, aber... Ich wollte gerade nochmal erstmal hier gucken. Nee, es regnet nicht. So.
Also da bin ich wirklich gespannt, was es mit dieser ganzen Backstory auf sich hat, mit Saga und was dann doch mit ihrer Tochter Logan passiert ist oder auch nicht, oder was das hier alles damit zu tun hat. Also da muss ja viel, viel mehr hinterstecken eigentlich, weil ne, diese ganze Verbindung auch mit Alan Wake und so. Wahrscheinlich finden wir hier erst so richtig viel, wenn das Wasser weg ist. Oder wenn irgendwas passiert ist, so wie bei Alan am Cauldron Lake, dass das Wasser dazu veranlasst, weiter abzuwandern. Ah, hier sind wir. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Ja. Ich hätte ganz gerne... Hier ist doch eine Karte, oder? Nee, ist doch keine Karte. Ich dachte, da hinter dem Rettungsring wird eine Karte hängen. Dann gehen wir jetzt mal hier rein in das Suomi Hall Karaoke Café. Okay, eingängige Melodie. Verzeihung. Was haben Sie? Ruhe! Artie ist mitten in der Vorstellung. Ach, das ist Rose. Ob ich wohl die erste FBI-Agentin bin, die den Mund halten soll? Oder? Doch, das ist Rose, oder nicht? Da drüben, habe ich schon gesehen, ist ein sehr markanter, heller Raum. Ach, Arti! Das ist Arti, der Hausmeister. Das ist eine sehr, sehr schön klingende Sprache, finde ich, finnisch. Er ist voll in seinem Element. Finde ich super. Wahrscheinlich offenbaren jetzt die Untertitel oder die Übersetzung viele, viele wichtigen... Hier in seinem dunklen Zimmer schreibt er viele wichtige Sachen, die ich jetzt alle zur Hälfte schon verpasst habe, weil ich da nicht drauf geachtet habe, aber... Eine Karte! Ja! Watery... Ach du Scheibenkleister. Coffee World. Oh, Coffee, ist das nicht? Das ist doch das Geschäft von den Finn-Brüdern. Da haben die doch gesagt, dass die bei Coffee World Souvenirladen, dass die hier Bolzenschneider und Schraubendreher und sowas verkaufen, oder nicht? Och, bitte. Alter. Geht's aber ganz schön weit her, ey. Funktion. Downtown. Downtown. Okay, Untersuchung. Mein Auto. Ja, ja, gut, weil da hatte sie ja, glaube ich, gesagt, dass wir Casey anrufen müssen, aber ich habe ja kein Telefon. Ich kann das nicht machen. Also, top ausgerüstet hier mit Schrotflinte und was weiß ich was alles, aber Telefon haben wir nicht. Ne, 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 ne. Was? Lurni Murz! Hurz! Es sind die Nightless Night. Es ist die Nightless Night? Was? Sie zerrt an einem. Warum kann ich mir das ansehen? Was kann ich hier machen? Ja, was ist das für eine... Der blutige Mund verzieht sich mit... Was? Was? Ach, Korki. Was ist das? Das ist total die kranke
Kaffeefahrt hier. Vor allem, das Licht ist verloren. Eine Sache, die ich noch kurz erwähnen möchte, vor allem für die Leute, die Alan Wake 1 noch kennen. Huch. Es gab ja auch noch diese, ich habe ihren Namen wieder vergessen leider, aber zum Ende des Spiels, diese Dame mit der Lampe, mit dem Licht, die in dem Staudamm gewohnt hat. Ich weiß nicht mehr, was mit ihr passiert ist. Lebt sie theoretisch gesehen noch? Könnten wir sie vielleicht noch treffen? Das kam jetzt so in den letzten Tagen irgendwie mal in den Sinn. Ist das die Nessie von Watery? Eine anonyme Quelle schickte dieses Foto an unsere Redaktion und gab an, dass es während des letzten Vollmonds aufgenommen wurde. Ein majestätisches Tier, verborgen in den Tiefen des Wassers, oder ein raffinierter Schwindel? Ein Meereswesen, das sich über die Gesetze der Natur hinwegsetzt, oder ein Überbleibsel eines U-Boots aus der Zeit des Kalten Krieges? Ein einsamerer Wanderer auf der Suche nach Gefährten und Beistand, oder ein schreckliches Ungeheuer, das nach Blut giert? Diese und andere Fragen beschäftigen unser Redaktionsteam hier bei The Bright Falls Record, nachdem einer unserer eifrigen Leser dieses mysteriöse Foto als Beweis für eine unbekannte Kreatur eingeschickt hat, die in den Gewässern von Watery ihr Unwesen treiben soll und einen seltenen, aber dennoch gelungenen Auftritt hat. Okay. Diese spannende Entdeckung könnte das Ereignis des Jahres werden. Während wir tiefer in dieses Geheimnis eindringen, laden wir hier bei The Bright Falls Record alle unsere Leser zu einem Namensgebungswettbewerb ein. Wie soll unser hiesiges Ungeheuer heißen? Watery Wander? Shelley das Seemonster? Schicken Sie uns jetzt Ihre Vorschläge. Weitere Neuigkeiten und Enthüllungen folgen, sobald sich diese Geschichte weiterentwickelt. Willkommen in Coffee World, ein einmaliger Vergnügungspark eröffnet in Watery. Oh, bei Vergnügungspark und ne, so Horrorsachen muss ich immer an Silent Hill 3 denken. Und Silent Hill 1 kommt es ja eigentlich auch so am Rande vor. Wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ich glaube schon. Ja, doch, klar. Mit hier. Wie heißt das? Sybil. Mit der Polizistin da auf dem. Ja, ja. Ohne jetzt zu viel zu verraten. Ich hoffe, dass jeder unserer Leser Ilmo Koskela kennt, der zusammen mit seinem Bruder Jakko unsere kleine Stadt Watery mit seinen zahlreichen Unternehmungen zu einem pulsierenden Wirtschaftszentrum gemacht hat. Das neueste dieser Unternehmen, Coffee World, wird in Kürze feierlich eröffnet. Ich hatte die Gelegenheit, Ilmo ein paar Fragen zu Coffee World zu stellen. Ilmo, um was geht es bei Coffee World? Ich bin froh, dass Sie das fragen. Coffee World ist der größte Kaffeevergnügungspark der Welt für alle Altersgruppen. Und zwar direkt hier in unserer Heimatstadt Watery. Er bietet alle möglichen Fahrgeschäfte, Spannungen und Nervenkitzel, die man sich nur vorstellen kann. Und natürlich jede Menge leckeren, frischen Kaffee. Sowohl heiß als auch eisgekühlt. Schreiben Sie das so. Wie kam es zu dieser einzigartigen Geschäftsidee? Nun, wie Sie wissen, liebe ich Ideen. Ich bin ein Idealist sozusagen. Idealist. Aber was mir noch wichtiger ist, als meine vielen erfolgreichen Unternehmen, ist unsere Heimatstadt. Mit meiner Hilfe können wir Watery wiederbeleben, die Wirtschaft ankurbeln, die Touristen wieder zurückholen und dabei auch noch Spaß haben. Coffee World ist für die Einwohner der Stadt ebenso wichtig wie für die Besucher von außerhalb. Welche Attraktionen dürfen die Besucher auf keinen Fall versäumen? Oh, das ist, als müsse man sein Lieblingskind wählen, das geht gar nicht. Aber der Slow Roaster ist sicherlich eine wundervolle Attraktion, voller Geheimnisse und Magie. Magie! Und der Espresso Express wird Ihnen bestimmt einen Nervenkitzel bescheren. Vergessen Sie auch nicht, auf dem Weg nach draußen im Fresh Pod! Oh, geil. Eine kleine Dave Grohl-Referenz. Eine Referenz. Fresh Pods! Ach ja, kennen einige von euch vielleicht. Souvenirladen vorbeizuschauen. Man weiß nie, welche Schätze man findet. Auf jeden Fall! Kaffee, wette ich. Ilmo? Ja. Hütenütenü. Oh, da ist auch noch was. Achso, nee, das hier haben wir noch nicht. Genau. Echfest trifft auf Swarmisaal. Verlosung, Karaoke und Sketche. Glögi, Korvapusti und Karjalan Piraka. Kommt alle.
Oh, wir könnten. Wir könnten hier wechseln. Ach so, ja gut, mit Ellen und so, ne? Aber das wollen wir ja noch nicht. Ich möchte schon ganz gerne erstmal hier Watery weiter erkunden. So ein Jammer. Noch 6 müssten es jetzt sein. Ja, ich speichere mal eben richtig ab hier nochmal. So. Und würde mal eben einen kleinen Cut machen für die Leute auf YouTube, um das Spiel nochmal nur zu starten, weil jetzt wieder die zweite Sessionhälfte ist und so. Ne? Also, bis jetzt gleich. Artie and the Janitors, die spielen hier live. Wobei man leider sagen muss, ja, gut, ist halt ein bisschen Playback, ne? Also, the Janitors, die anderen Hausmeister sind jetzt nicht so ganz da. Aber, hey, immerhin. Okay, kommen wir nicht rein. So. Oh, nü, na, nü, tatü. Wo ist denn hier das Radio? Ach, hier oben drauf wahrscheinlich einfach, ne? Kann ich das jetzt auch anwählen? Hier im... Moment. Flug. Ja. Arti, Jüttenjö. Aber die Melodie ist eigentlich ganz schön. Und ich find's cool... Ich find's schön, dass er eine eigene Band hat. Das freut mich sehr. Ach ja. Bricht sogar meine Stimme. So sehr freue ich mich. Und auch das ist geil. Hört ihr das? Das, was er gerade live aufführt, ist deckungsgleich mit dem, was wir hier im Radio hören. Ich könnte, theoretisch gesehen, den hier mal hier reinpacken. Hier irgendwie hin. Ja. Finnland for holidays. Würde ich tatsächlich gerne mal Urlaub machen. Generell in Skandinavien, Schweden oder so. Warum kann ich das immer noch anwählen? Was hat's damit auf sich? Ach, die schönen Strahlen von der Disco-Kugel. Das wird bestimmt irgendwann nochmal wichtig, könnte ich mir vorstellen. Was ist das denn hier für eine Rückenstütze fürs Klo? Ein Hund im Büro? Finde ich cool. Also irgendwie, ich meine, ne, so für ältere Leute. Habe ich noch nie gesehen, sowas, dass es sowas gibt, aber... Gut, du bist jetzt nicht so eine alte Leute, aber... Tom der... Ah, Tom der Dichter. Ich dachte, das wäre... Thomas Zane! So hieß doch der... Das ist der Taucher aus dem ersten Teil. Barbara Jagger, Cynthia Weaver, Dame des Lichts, das ist sie. Das ist die Dame, die ich... War das in dieser Folge? Ich glaube schon. Die ich vor ein paar Minuten erwähnt habe, als diese Dame vom, am Ende vom Alan Wake, von Alan Wake 1, Cynthia Weaver hieß die. Die mochte ich eigentlich immer sehr gerne, obwohl die so ein bisschen, ne, so alternativ war. Aber ja, Thomas Zane als Hauptdarsteller in der Rolle des Tauchers. Ach, guck mal. Aha, ein Einblick in einen Ozean der Finsternis. Ein Einblick in einem Ozean der Finsternis. Barbara Jagger als das Dunkel, Emil Hartman als der Assistent. Ah, Hartman. Dr. Hartman war der Psychiater, zu dem Alice uns damals schicken wollte. Also uns als Alan Wake in Alan Wake 1. Dr. Hartman. Richtig, richtig, richtig. Und da waren, glaube ich, auch die beiden Thor und Odin, die beiden alten hier Gäste, wollte ich fast schon sagen. Patienten. Ein erschreckend seltsamer Tauchgang in düsteren Tiefen. Der Gedanken eines Künstlers. Wir sprechen über Zanes frühe Karriere in Finnland, seine Künstlerkolumne in Bright Falls, sein verschollenes Werk Tom der Dichter und sein mysteriöses Verschwinden im Jahr 1970.
Wie er in seinen Filmen sein eigenes dunkles Double spielt, den Dichter, den Schriftsteller, den Taucher, Thomas den Reimer. 24. November 2023, im Surmisal von Watery. Das ist Geburtstag von meiner Tante gewesen. War es ein Freitag, kann das sein? Üten. Tatsache, war ein Freitag. Der dunkle Doppelgänger, oder ich muss das, nee, eigentlich muss ich ja schreien, ne? Der dunkle Doppelgänger in der Kunst und im Leben von Thomas Zane, Original Thomas Zane, dem Autor. Gastvortrag des Präsidenten des Bright Falls Film, der Bright Falls Film Society, Thomas Emerson. Was haben die mit den ganzen Thomasen hier? Das gibt's ja gar nicht. Nüt. Vor allem, wie oft spielt er das Lied? Er hat echt eine Ausdauer. Muss ich mal ihm lassen, ne? Was? BFF Bright Falls Finns. Du bist nicht Rose, oder? Nee, du bist nicht Rose. Du siehst nur so aus. Ach, das ist aber schön, dass sie so... Ich verstehe kein Wort, außer, ne, abgesehen von den Untertiteln, aber ist schon ein Ohrwurm. Hi. Hier waren wir auch schon. Anüt. Was? Karis. Garage. Achso, das war Eddie, der komische Gruseltypi hier. Ja, nüt. Da. Die Familie meiner Mutter stammte aus Schweden. Genauso stellte ich es mir dort vor. Sieht nett aus. Ach, sie ist auf Krücken. Ich habe gerade so ein bisschen gedacht, als ich sie so da stehen sah. Ich hatte gerade so hat überhaupt nichts damit zu tun, aber ich musste ein bisschen an Resident Evil 4 denken, an diese spanischen Dorfbewohner. Ich so dachte, so diese gebeugten älteren Damen, die da auch dann Un Foyastero und Ay Weißer sagen. Ay, also sie sagen das nicht so, aber ne, es klingt wie Ay Weißer. Oh, es ist ein R. Tja. Genießen Sie die Sauna? Und wie? Der Dampf ist wie Balsam für meine alten Gelenke. Ich warte nur, bis Arti mit seiner Show fertig ist. Dann gehen wir auf ein oder zwei Bier. Ich habe gelesen, saunieren ist gut gegen Demenz. Und Bier auch. Schon mal vom Kult des Baumes gehört? Die Monster, halb Hirsch, halb Mensch? Natürlich habe ich von ihnen gehört. Wegen ihnen kann ich keine Spaziergänge mehr im Wald unternehmen. Wie soll ich vor so einer Kreatur entkommen? Meine Hüfte lässt das nicht zu. Ich wäre so gut wie tot. Ich könnte mich vielleicht mit meinen Krücken wehren. Glauben Sie, das würde funktionieren? Sie sind der Profi. Sie sollten vorerst lieber in der Sauna bleiben. Mhm. Ein netter Herr. Aber ist auch interessant, dass sie das alle anscheinend kennen. Ist das hier der... Das ist auch der Cauldron Lake, oder nicht? Oder? Bin mir nicht ganz sicher. Es heißt, wenn einen die Sauna nicht mehr gesund macht, ist man totgeweiht. Man sagt auch, dass Schweigen Gold ist. Gehen wir doch auch mal in die Sauna, würde ich sagen, ne? Hast du letztens mal Pets Radiosendung gehört? Ich fürchte, er verliert langsam den Bezug zur Realität. Ich höre mir kein sinnloses Geplapper an. Nicht im Radio und nicht in der Sauna. Die beiden mögen sich sehr, glaube ich. Mhm. Best Friends. Okay.